dort, wo ich geboren bin, da steht eine große alte Linde. Ich empfinde sie, dass sie gar nicht weitergewachsen ist. War damals schon groß. Und abends gab es immer so ein bisschen Zusammentreffen abends unter dem Lindenbaum der Nachbarn, wo so bestimmte Dinge erzählt wurden. Nicht jeder kaufte sich eine Zeitung. Das ist mein Geburtshaus. Ich bin hier geboren. In Finsterwalde, Moritzstraße 10. Früher hieß die Straße ja mal Leipziger Straße, Kurmärkische Straße und nach 1945 Breitscheidstraße. Dort bin ich geboren und da habe ich auch meine Kindheit verlebt. Es ist ja auch so, wenn man nun sagt, da wohnt eine Familie drin, in dem Haus davon. Als ich noch dort wohnte, waren es 5 Familien. Wir waren 3 Kinder und 2 Erwachsene, 15, 10, nebenan waren 12, dann kamen 4 Kinder, sind 16, 17, 18 Personen in dem vorderen Haus. 5 Familien. Wir wohnten in Stubekammer Küche, Wasser holten wir vom Vorderhaus und Toilette gab es Trockenklosett. Kein Bad, nichts. 16 Mark pro Monat. Mein Bruder, der Ältere, ist 1924 geboren. Der jüngere Bruder 1934 und ich bin 1928 geboren. 3 Jungs. Noch der Jahrgang, der dann zum letzten Aufgebot Hitlers gehörte. Hans Henke war einer dieser Kindersoldaten. Mit 16 eingezogen, mit 17 davongekommen. Fast jeder kennt aus den Tagen des Zusammenbruchs dieses sein Foto. Und fast jeder kennt auch einen anderen Kindersoldaten, Wilhelm Hübner, aus der folgenden Nazi-Wochenschau. Auf dem Marktplatz von Lauban wird Dr. Goebbels von dem Befehlshaber einer Heeresgruppe, Generaloberst Tschörner, begrüßt. Eine Kampfgruppe der Führer Grenadierdivision ist angetreten. Dieser 16-jährige Hitlerjunge Wilhelm Hübner hat sich bei der Zurückeroberung von Lauban als Melder in den Reihen der Grenadiere hervorragend bewährt. Er erhielt vor wenigen Stunden das Eiserne Kreuz. Dr. Goebbels spricht zu den Soldaten. Zwei Deutsche, beide Jahrgang 28. Vieles haben sie gemeinsam, vor allem in der Zeit ihrer Jugend. Hans Henke lebt heute in Finsterwalde in der DDR, Wilhelm Hübner in Landshut, BRD. Ihre Fotos sind um die Welt gegangen. Was haben diese beiden aus ihrem Leben gemacht? Es ist eine gewisse Wehmut, ist in einem, wenn es auch jetzt schon 42 Jahre her ist, wo ich praktisch die Heimat auf immer verlassen habe, aber es hängt einem doch immer noch an, obwohl jetzt durch meine neue Heimat, wo ich wohne, die alten Heimatgefühle schon sehr weit zurückgedrängt sind. Lauban heißt jetzt Luban. Ich kann es nicht richtig aussprechen, weil der polnische Name ist Luban. Hier in dieser Gegend, also Kirche und Kloster, haben 1945 die härtesten Kämpfe getobt. Das ist der Brüderturm, der sogenannte. Da stand dahinter eine mittelalterliche Kirche, die auch im Feuersturm der Kriegstage kaputt gegangen ist. Mhm. Ach, da kommt man nicht rein. Nee. Und darauf müssen wir noch, müssen wir einen anderen Weg suchen zum Rathaus. Es ist ja zu 50% die ganze Stadt zerstört worden. Es war zum Beispiel so, dass die Deutschen da drüben in den Häusern drin waren und die ersten russischen Stoßtrupps in diesen Häusern drin waren. Also die Entfernung von, na, sagen wir, rund 200 Metern, im Feind sozusagen Auge gegen Auge. Ich kann mich noch erinnern, aus dieser Gasse da hinten, da war ein Schnapsladen. Da habe ich mir eine Flasche Eierlikör geholt oder Kakao mit Nuss, glaube ich, war es. Und dann habe ich mich mit meiner Flinte da hinter diesen Häusern,
Fenstern da, habe ich mich hinpraktiziert und habe mich erst einmal volllaufen lassen, wie man so schön sagt, und dann ab und zu bloß einmal einen Schuss rausgegeben und wieder hinter der Mauer versteckt. Ich war immer einer der Kleinsten. Und vielleicht hat das was mit ausgemacht, dass die Kugeln alle über mich drüber gegangen sind. Also mein Geburtsort selber ist Kerzdorf. Das war die Friedrichstraße übrigens. Und da haben wir gewohnt, in Haus Nummer 5, Friedrichstraße 5. Das war eine ganze Häuserzeile und alle gleiche Wohnungen ungefähr. Da war ein Wohnzimmer, da war ein Schlafzimmer, ja, längliches Schlafzimmer und eine Küche, das war auch schmal, dann war ein kleiner Korridor, Bad gab es nicht und Klo war im Hausgang, das waren ja, halt diese normalen Faltklos, wie sie früher in den Mietshäusern waren. Zu Hause, also wie ich aufgewachsen bin, waren wir noch zu viert, vier Brüder. Einer ist ja gestorben mit ein paar Monaten, das wäre das dritte Kind gewesen. Wir haben unseren Vater nicht geliebt. Der Vater war streng, sehr streng, hat aber auf der anderen Seite für uns Kinder kein Verständnis gehabt. Und die Einzige, von der wir eigentlich, wie soll ich sagen, etwas Liebe noch gehabt haben, wenn sie sehr mit ihren seelischen Problemen befasst war, die Mutter, wenn der Vater bis in der Nacht rein in die Wirtschaften gesessen ist und so weiter, sie hat es nicht leicht gehabt. Aber der ruhende Pol eigentlich für uns Kinder war dann doch immer noch die Mutter. Wir waren ja als Katholiken, sagen wir mal, in Lauern und Schlesien, das fällt unter den Begriff, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Diaspora. Also das heißt, ganz, ganz wenig vereinzelt katholisch, alles andere war durch die Bank weg evangelisch. Und in der Schule haben sie uns Katholischen, wenn da mal so gefrotzelt wurde oder so, hat sie immer gesagt, Knierutscher, Knierutscher, Knierutscher. Das waren so die Spottnamen und so weiter. Und beim Hitlerjugenddienst, wenn wir irgendwie einmal sonntags nicht gekommen sind, beim nächsten Antreten, da hat der Stammführer hat gesagt, Vortreten, der, also wir waren mal katholisch, ihr wart wieder nicht dabei, ihr Knierutscher seid wieder auf die Knie rutscht, gell, und so weiter und so fort, gell. Ab 10. Lebensjahr mussten wir ja zum Jungvolk, naja, im Volksmund Pimpfe. Und da ging es exerzieren los erst zunächst mal, ne, marschieren. Und dann später auch wurde es etwas interessanter, wie dann nochmal die Zeltlager und die Geländespiele und die Sachen losgingen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Müsste ja jeder werden, Hitlerjunge. Jeder, der arischer Abstammung war, wurde in die HJ, im Jungvolk oder im BDM aufgenommen. Aber es gab ja Dinge, und die machten wir wieder zum Teil, dass wir bestimmte Veranstaltungen nicht besuchten. Da war jeden Mittwoch ein Treffen der Jugend, antreten, Appell, marschieren, üben. Und ich erinnere mich noch an einer Sache, wie uns der Klassenlehrer Herr Franz uns erklärte, was ein Führer sein muss. Kinder, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn Sturm und Wind aufkommt, kann nicht einer sagen, wir müssen nach links rudern, wir müssen nach rechts, Backbord oder Steuerbord, sondern der Führer befiehlt. Ja, ich möchte sagen, mein Vater hat den Ersten Weltkrieg erlebt. Auch als junger Mensch. Und als Vater dann zurückkam, konnte er erst dann später heiraten und verfluchte den Krieg. Und ich weiß noch, als so Hitler an die Macht kam, ich war ja noch sehr jung, und später sagte, also, der Hitler soll nur nicht einen Krieg anfangen, das ist der Untergang Deutschlands. Das habe ich so in Erinnerung. Und ich weiß, er sperrte sich immer dagegen und erzog uns, das zu sehen, dass wir Arbeiter sein wollen und wo wir uns dann so ein bisschen so gegen die Dinge der Hitlerjugend und des Jungvolks so ein bisschen
sperrten. Und mein Vater war nicht in der Partei, aber er sympathisierte mit Genossen der Kommunistischen Partei. Und mein Großvater, er war Sozialdemokrat, in Kontaktaufnahme mit August Bebel, so hörte ich das vom Reden nach, wurde er hier in Finsterwalde der Rote Schuhmacher genannt. Der hatte eine Schuhmacherei und eine Schuhwarenverkaufsstelle. Das war hier auf der rechten Seite. Naja, reich, reich. Fleißig waren die Menschen, die Arbeit hatten, gingen wirklich zur Arbeit. Die haben hier geschuftet und gearbeitet, die Tuchmacher. Das war die schmutzigste, staubempfindlichste Arbeit. Mein Vater hat seine Gesundheit gelassen, als er tätig war als Ausputzer in der Tuchfabrik Koswig hier in Finsterwalde in der Brunnenstraße. Und Lungenkrankheit, das war eine Volkskrankheit damals. Und wer nicht so sattelfest war, naja, der ging zu 100%ig vor die Hunde. Es gab hier eine Fahrradindustrie, Metallindustrie. Es gab Holzindustrie, es gab die Tuchindustrie. Und daraus entwickelte sich ein gewisses Proletariat. Ja, da gab es ja eine große Flaute in den 20 Jahren. Es war so, dass, das erzählte mir meine Mutter, mein Vater viele Jahre arbeitslos war. Dann mein Vater in den Bergbau ging, in die Grube Köhne und täglich 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurückfahren musste mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter. Mit dem verdienten Geld durch Straße kehren, Zeitung austragen, hat man manchmal so 20, 25 Pfennig. Und da besuchten wir die Bäckermeister ab, die Bäckereien, und kauften uns für 5 Pfennig Kuchenränder und bekamen unterschiedlich eine größere oder eine kleinere Tüte. Und da war von jedem etwas dabei, ein bisschen Schokoladenkuchen, Streuselkuchen. Ist einer der ältesten oder der älteste überhaupt. Wenn es bei Eisenschuster kein Petroleum gab, was wir ja brauchten für die Treppenbeleuchtung, dann holten wir Petroleum in diesem Laden bei der Frau Wittke. Sie hatte alles, vom Salzhering über den Sahnebonbon, Petroleum, Salz, na alles, was man sich praktisch denken könnte. Da habe ich mal ihren Sahnebonbon, Karnold, hießen die, Karnold Sahnebonbon, mal weggenommen. Nachher habe ich mal einen falschen erwischt, der war aus Holz. Da habe ich keinen mehr geklaut. Die lagen da so rum, auf der rechten Seite. Da ist dann der Ladentisch und da sind doch die Groschen, wenn du dir reinsteckst, damit du das Geld wieder nicht wegnehmen kannst. Wirst du beim Rausgeben, das ist doch so Schlitze. Für einen Mark, für einen 50, für 20, für einen 5er und für einen. Das war ja so, dass nur Vater arbeiten konnte. Mutter fand keine Stellung. Na, erstmal war die Kinderunterbringung nicht gewährleistet und zum anderen gab es nichts für sie. Also ein Verdiener war bloß da in der Familie. Und das änderte sich dann erst 1938, 39. 1938 verstarb mein Vater und meine Mutter fand in einem späteren Rüstungsbetrieb Arbeit in der Firma Reichelt Metallschrauben AG und war dort in der Endkontrolle tätig. Naja, begann ja langsam der Krieg in der Zeit. Das war die Vorbereitungszeit. Und ich selbst, ja, ich erlernte den Beruf eines Industriekaufmanns in der FIMAG. Vater, sagte ich schon, starb 1938. Meine Mutter starb 1944 mit 48 Jahren und mein großer Bruder musste 1942 zur Front einziehen. Und weil ich im Betrieb nicht immer Hitler sagte, mehr guten Tag, habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen unbequem wurde und die Mutter verloren hatte und man meinte vielleicht und war der Meinung, naja, der ist am besten aufgehoben, wenn er Soldat wird, der Junge. Solange es keinen Krieg gab, war ja alles gut und war ja ein Aufschwung zu verspüren. Ja, bis dann der Punkt kam, der 1. September 1939 und dann mit 18 Tagen in Polen überfallen wurde. Und da traf es den Bürger auch noch nicht so schlimm.
Denn viele spürten ja das noch gar nicht in der eigenen Familie und in der Stadt, dass es Verluste gab. Setzte sich dann eigentlich fort mit dem Krieg gegen Frankreich, gegen andere Staaten. Naja, und ganz schlimm wurde es dann, so möchte ich das mal sagen, wo es da mächtigen Ruck gab, auch in der Bevölkerung, der Überfall Hitler-Deutschlands auf Sowjetunion. Also das Ende war vorauszusehen, so sprachen viele Bürger. Denn das war eine Nummer zu groß und das Land war auch zu groß. Und viele sagten da, Hitler kommt und geht genauso wie Napoleon 1813 aus Russland. Von Jahr zu Jahr merkte man doch, dass der Krieg eine Wende nimmt und dass Deutschland dazu nicht in der Lage ist, das Ding zu gewinnen. Das waren die alten Soldaten, die die ganzen Feldzüge mitgemacht haben. Und in meinem Übereifer haben sie mich halt ab und zu manchmal ein bisschen gebremst und haben gesagt, Bubi haben sie mich damals genannt, Bubi, halt dich zurück. Wir müssen viel können wir nicht mehr machen. Wir müssen bloß schauen, dass die restlichen Frauen und Kinder, die noch unterwegs sind als Flüchtlinge, dass die noch in Sicherheit kommen. Die Uniform, die habe ich mir in der Kaserne, habe ich mir die selber besorgt, weil da habe ich die, ich musste ja wie ein Soldat aussehen. Ne? Und dann habe ich in der Kaserne, da war irgendwie so eine Zeugkammer, da habe ich mir da Klamotten rausgesucht. Die kleinsten, was überhaupt drin waren, die waren für mich immer noch zu groß, weil man sieht ja auf verschiedenen Bildern auch, wie die Schultern runterhängen. Ne? Und ja, der Gedanke ist tatsächlich da gewesen, dass ich mir vorgestellt habe, was werden jetzt deine Verwandten sagen, wenn es heißt, der Willi ist in Lauban für uns gefallen. Also diese Vorstellung, die ist schon da gewesen. Wie der Goebbels da in Lauban war, das war schon nach einem deutschen Gegenstoß mit SS-Divisionen. Da ist die Front ungefähr 10 Kilometer zurückgedrückt worden. Da war die Stadt. Darum ist der Goebbels, jetzt kommt der Hauptgrund dazu, warum der Goebbels gekommen ist. Die Wiederbefreiung der Stadt Lauern, das haben wir auch im Dokumentarfilm doch drauf. Da kommt eine Wochenschau. Hier in Lauern wurde in einem Gegenstoß wieder befreit. Ne? Und wie man die Panzer gesehen hat, vielleicht können Sie sich erinnern. Die Befreiung der Stadt Lauern. Gegen diesen Ort vor Görlitz treten in den ersten Märztagen mit starker Schlachtfliegerunterstützung deutsche Panzer und Grenadiere zum Gegenangriff an. Nach tagelangen heißen Gefechten dringen die Deutschen am 6. März in die Stadt ein, nachdem rund um Lauban und in den Straßen selbst mehr als 100 T-34 vernichtet sind. Am gleichen Tage besucht Reichsminister Dr. Goebbels das befreite Lauban. In der vorgeschobenen Stellung einer Sturmgeschützabteilung. 48 Panzer sind im Stadtbereich während der 2- bis 3-wöchigen Kämpfe im Stadtkern abgeschossen worden. Das ist in so einer kleinen Stadt ist das sehr viel. Und was da natürlich da dabei an Häusern und so weiter kaputt gegangen ist und an Menschen, das kann man sich vorstellen. Ich habe ja unter anderem auch bei Nacht und Nebel hier durch das Gelände Meldungen gebracht. Und weil ich eben das Gelände so gekannt habe,
ist mir das, Gott sei Dank, verhältnismäßig leicht gefallen, dass ich da durchgekommen bin. Ganz da hinten sieht man das Wäldchen, wo wir als Kinder gespielt haben. Es war halt das ideale Kinderspielgelände. Wir haben Krieg gespielt und abends haben wir uns Geschichten erzählt, wie es sein könnte, wenn da Waffen rumliegen und so weiter. Und 1945 ist es grausame Wahrheit geworden. War das hier ein furchtbares Kampfgebiet. Drum ist auch alles in Schutt und Asche gegangen. Genauso hier runter zu, also weiter in den Ort rein, ist zum Teil Haus um Haus ist gekämpft worden. Und 1945, wie naht der Kommandeur mit seinem Stab hier die Leitung von den Kämpfen übernommen hat in der Stadt und ich mich bei ihm als Melder gemeldet hatte, bin ich zu seinem Melderstab gekommen und der wurde im Keller einquartiert. Weil es erst einmal sicherer war und dort unten waren die Feldbetten aufgestellt, ne? Wenn Alarm oder irgendwas war oder irgendwie eine Meldung wegbringen wollte. Erst einmal musste ich mir einen guten Weg aussuchen, dann musste ich wissen, wo momentan die Front verläuft. Und bei solchen Straßenschlachten, wie es damals hier war, da wusste ja manchmal von einer Stunde zur anderen niemand mehr, in welchen Häuserblocks wer drin ist. Die eigenen Leute oder der Gegner. Und insofern bin ich auch direkt am Kartentisch, ich kleiner Kerl damals, bin ich dabei gewesen und zum Beispiel, dass auch dann gesagt wurde, ja, was ist da, wir haben ja so wenig Leute, da ist eine Brücke, da können Panzer rüberkommen, habe ich sagen können, naja, das ist da unten bloß eine kleine Holzbrücke, da hält kein Panzer, hält das nicht aus und so. Das waren alles solche Situationen. Ohne Glück kommt man, sagen wir, in solchen Situationen, selbst es hat mir nichts geholfen, in der Nacht, wenn ich mich auch auskannte in der Gegend, wenn eine Granate genau bei mir eingeschlagen wäre, hätte mir das ohne Glück nichts geholfen. Ich habe auch insofern Glück gehabt, Maschinengewehrgaben von durchgebrochenen Panzern, die sind einen Meter über mir, über meinem Kopf in den Zaun reingerast. Das war Glück. Auf dem Schulhof sind ungefähr 4 oder 5 Stalin-Orgelgranaten, Raketen eingeschlagen. Ich war mitten in dem Feuerzauber drin gelegen, kein Kratzer. ...1945 wurde das, nachdem ich mich beim Kampfkommandanten als Melder freiwillig gemeldet hatte, hier das Hauptquartier der Melder und 1945 ist der mittlere Teil dieser Schule von deutschen Soldaten gesprengt worden, ist aber später von Polen wieder aufgebaut worden. Am Schluss der Kämpfe, bevor ich zu der Hitlerjugend zurückgeholt worden bin, habe ich von dem Kampfkommandanten im Hof der Pestalozzi-Schule in Lauban habe ich vor angetretener Melderkompanie habe ich das Eiserne Kreuz angeheftet gekriegt, habe die Front abgeschritten und kurze Zeit später bin ich dann daraufhin höchstwahrscheinlich auch und nicht nur deshalb, weil jetzt eben im Kampfraum der Stadt nichts mehr für mich eigentlich zu tun war, weil in die vorgerückte Front bin ich ja nicht mit. Bin zurückgeholt worden, bin bei dem HJ-Stab gewesen und nach ungefähr einer Woche oder sowas, da ist man auf mich zugekommen, unser Bandführer hat gesagt, also du hast eine Einladung nach Berlin, wo die hergekommen ist, ob die, weiß ich nicht. Und dann sind wir eingeladen worden zum Reichsjugendführer Axmann ins Gästehaus nach Gatow am Gatowsee. Und dort haben wir für eine Woche, haben wir da beste Speisen, Getränke, alles gekriegt. Und während dieser Woche hat es dann an irgendeinem Tag, also an, ich weiß jetzt heute nachträglich, dass es der 19. März war, aber ob das jetzt ein Mittwoch oder sonst was ist, weiß ich auch nicht, sind wir eben zur Reichskanzlei gefahren worden und hat gesagt, der Führer empfängt uns. Da sind wir halt da angetreten gewesen und Hitler ist dann da reingekommen in die Reichskanzlei, das war auf der Rückseite am Hof und hat jeden begrüßt, ne, und jeder hat halt Meldungen machen müssen, hat sagen müssen, wo er war im Einsatz, Band 19 zum Beispiel bei mir, beziehungsweise wir haben dann eine andere Bandnummer gehabt, 200, ich habe es jetzt nicht im Kopf, die Nummer. Und Melder im Kampf um Lauban und so weiter, und hat er mir dann die Wange gestreichelt und hat so ungefähr gesagt, ich kann es bloß immer wiederholen, brav mein Junge oder so. Hat eine kurze Ansprache gehalten und ist wieder gegangen mit seinem Schäferhund, mit seinem Stab. Und da war der Fall wieder erledigt und wir sind wieder ins Gästehaus. Ja, natürlich waren wir alle furchtbar aufgeregt. Ich meine, als Hitlerjunge mal im Führer gegenüberstehen und die Hand geben oder so, das war einfach das
das Höchste, was es überhaupt gegeben hat in der damaligen Zeit. Ne? Und momentan vor Aufregung und so weiter hat man da gar nichts denken können und so weiter. Nur im Nachhinein, viel später dann habe ich im Inneren so auch so ungefähr denken müssen, unser Adolf ist ein alter Mann geworden. Also man hat gesehen, dass er eben ein gebrochener Mann war. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder Karren unter feindlichem Beschuss in die HKL geschafft. Also ich möchte nicht gern ein heute und ein damals vergleichen, weil das zu nichts führt. Weil ich kann vielleicht in 10 Jahren noch einmal eine andere Stellungnahme dazu geben, aber das finde ich, kann man schlecht sagen. Ich kann jetzt nicht meine ganzen damaligen Empfindungen über den Haufen rollen. Das geht nicht. Ja gut, und jetzt kam dann die Front immer näher, man hat den Geschützdonner schon gehört und es wurde nachts da bei den Panzerwarndiensten, wurde zum Teil kommen schon Meldungen und so weiter, dass so Panzerspitzen vorgestoßen sind. Also ich habe Dampf gehabt vom Russen. Началась тяжелая и упорная битва среди кварталов большого европейского города. В таких боях советский солдат не имеет равных. Это знает Сталинград, Севастополь, Новороссийск, Будапешт, Познань. Это испытали на себе немцы еще раз здесь, в Данциге. Der Bolschewisten zwang Hunderttausende deutscher Menschen, alles, was sie an Gut und Boden besaßen, aufzugeben und nur sich selbst und das zum Leben Notwendigste in Sicherheit zu bringen. In Treks, die von Morgen bis Abend reichen, ziehen Tausende von Gespannen und Fahrzeugen über das Eis in den Schutz des Reiches. Es war ja so, dass jeder in Deutschland vor den Russen mächtige Angst hatte. Es war ja so aufgepatcht, Russe erschießt jeden, der dort in Gefangenschaft gerät oder wer übertritt, und der Russe wäre kaum ein Mensch und keine Kultur und Dinge mehr. Ich muss ja sagen, ich hatte nichts zu sagen. Ich war Schütze Arsch im dritten Glied. Das ist so ein Ausspruch, Muschkote. Ein einfacher Soldat. Ich war zu klein dafür, an die Kanone zu gehen, aber ich war groß genug, die Essenkübel zu tragen. Wenn ich stolz gewesen wäre, dann hätte ich den Schritt tun können, zur Waffen-SS zu gehen oder zur Einheit Großdeutschlands und mich nicht ziehen zu lassen von der Wehrmacht. Als Held habe ich mich nicht gefühlt. Nie. Nie. Denn als Magdeburg in Schutt und Asche ging und einen Tag später die Flakbatterie und das Elend, könnt ihr euch ja nicht vorstellen, mit Bomben fallen. Naja, das ist ja dann, das war ja dann, als der Oder-Angriff war, als der Russe dann den Brückenkopf Langenberg besetzte und dann die volle Offensive. Also die entscheidende Schlacht, das Brechen ja oder nein über den Faschismus. Naja, und wir hingen in der Scheiße drin. Am 16. April 1945 um 3 Uhr begann der Beschuss aus 22.000 Rohren.
hat auch keiner mehr Rücksicht auf den anderen genommen. Keiner. Und es war auch nicht die Möglichkeit, ich möchte sagen, bis zuletzt, gerade auf dieser Strecke, irgendwie auszubrechen, auszuweichen oder irgendwie der Wehrmacht sich der Uniform zu entledigen. War nicht möglich. Dem Gebiet nicht. Und das schreckte man ab mit Bildern und mit Erhängen, Feigheit vorm Feind. Wusste man ja auch nicht wohin. Wir waren ja schon so fast eingeschlossen. Dann begann ja dieser panikartige Rückmarsch mit Abstand 20 Kilometer Russenannäherung. Es war nur noch Überleben, Überleben, Überleben. Wie denn raus und wie zurück? Die SS war weg, Tag zuvor, Großdeutschland war weg. Um uns war ja bloß noch Ackerland, das Dorf und die 120 Personen, die dazugehörten zu der Flakbatterie. Und dann marschierten wir los mit 3, 4 Pferdewagen und dann wurde gelaufen, 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 gelaufen. Das Frühjahr war ein wunderbares Frühjahr. Wir kamen von der Verkehrsstraße von Knöen, gingen durch Tessin und erreichten die Sahnitz. Wir hatten ja nichts, als wir nur die Straße, wenn ein Angriff, es gab auch Angriffe von Schlachtfliegern, das war ja das Gemeine, dass der arme Zivilist geschädigt wurde durch die Truppenverbände. Weglaufen nutzte ja nichts mehr. Die Straßen waren ja voll. Ob wir nur bis Wismar oder bis Rostock kamen, das nutzte ja nichts. Unser Bürgermeister hat ja gesagt, wir wollen unser schönes Sahnitz nicht kaputt schießen lassen. Das hat der Bürgermeister Jens gesagt. Schon Abend vorher die weiße Fahne raus. Wir wollen unser schönes Sahnitz nicht kaputt schießen lassen. Und das ist auch mal gut gewesen. Wirklich, ne? Ja. Das hat ja doch keinen Zweck mehr. Ich sage ja, wie sich das so verändern kann. Erst den ganzen Hof voll deutscher Soldaten und mit einmal wie weggeblasen, alles voller Russen. Also ist wirklich wieder so kann. Ja, da waren sie mal alle verschwunden. Jeder hat sich dann in Sicherheit gebracht oder so ungefähr, so wie es ist. Ne? Wir sind ja den Tag unten nach dem Graben gegangen mit den Kindern. Wir sind nicht hier auf dem Hof geblieben. Nee, nee, wir hatten Kinder und Oma um den Wagen und haben den ganzen Tag unten im Graben gelegen. Ja, und schließlich mussten wir ja abends nach Hause. Und da war alles voller Russen. So. Und dann sagten die was und man konnte ja auch gar nicht verstehen, was die wollten, ne? Und man hatte ja auch Angst. Ja, ja, Uri, Uri, Uri und, naja. Aber Kinder mochten sie ja. Die sagten ja immer, ich wäre Karoscho. Wenn sie nachher beim Brot abladen waren, dann kriegte ich auch noch 2 Brote. Ich war Karoscho. Ja, ja. Ja, die waren ja alle so fanatisch, ne? Ich weiß auch nicht, wie ein Mensch wie Hitler alles so unter seine Fuchtel kriegen konnte. Das kann man ja gar nicht verstehen. Wirklich, das wird man ja noch jetzt hinterher erst gewahr, wie das alles so gewesen ist. Das war alles umsonst. Naja. Wollen wir hoffen, dass nicht wieder Krieg kommt, ne? Und das Mal wird das noch viel schlechter, viel grausamer. Ja. Das wollen wir mal immer hoffen. Ja. Ja, das war am 30. April. Wir kamen von der Verkehrsstraße von Knöen, gingen durch die Städte Tessin, durch die Orte Sahnitz und erreichten den Ort Groß-Lüsewitz. Dort übernachteten wir in einer großen Schöne. Ja, also die waren in der Hochfahrtscheide, die deutschen Soldaten. Und es war genau am 1. Mai, ich war ungefähr so am 28., 29. April hier. Ja, morgens, wie sie die Scheune nur verlassen haben, das habe ich nur selber nicht gesehen. Ich weiß aber, dass sie abends da in die Scheune, da
da gelegen haben. Ich war auch im Pferdestall, zufälligerweise. Da kamen Leute auch von der SS und auch von der Wehrmacht, die flüchten wollten. Die haben sich dann die auch die Pferde geschnappt und sind dann damit quer durch die Wiesen und damit abgehauen oder irgendwie alles. In Lüsewitz sind gerade ein Pferd übrig geblieben. Zum Teil haben sie sich alle zivil besorgt. Ich habe auch einen noch einen Zivilanzug gegeben und dann sind sie durch die Wiesen. Damals hatten sie alle noch eine andere Einstellung. Sie wollten alle nach Schwerin in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. Und dann wurde ja auch alles vergraben und versteckt. Und oft, Leute hatten ja auch Angst, aufgrund der ganzen Propaganda damals, die damals lief, ne? Hatten sie Angst. Aber der kam ganz überraschend morgens um 3:45 Uhr. Und da war auch alles abgeriegelt. Und wer dennoch nicht weg war, trat ja eine regelrechte Panik auf. Die Spanne sollten mitgeführt werden mit unseren Dingen. Karabiner waren dort oben, da war unsere Rucksäcke warten dort verstaut. Wir flüchteten, rannten raus. Raus aufs freie Feld, kamen zu dem Ackerland und bewegten uns einer Eisenbahnlinie zu. Und man schoss, na, ich möchte sagen, dass wenn man eine Treibjacht mit Hasen veranstaltet. Es ist jetzt dunkler wie damals. Also es war um 5 war es hell. Die konnten uns sehen und das haben die auch ausgemacht und haben da drauf gehalten, was die Schwarte hielt. Und man versuchte ja nur sein eigenes Leben zu retten. Es war ja was anderes gar nicht möglich, weil so viel Beschuss. Ich hatte Granatsplitterverletzungen. Und man ballt sich so an die Erde, wenn man ein bisschen Schutz gefunden hat. Eine Delle oder einen Hügel und hält sich so daran fest, als dann, dass nach einer gewissen Zeit das Feuer aufhörte, rannten wir dann weiter und erreichten dann die Straße, die Fernverkehrsstraße, die hört hier 110. Und wir fanden uns wieder mit einem Offizier, einem Feldwebel und 2 weiteren Soldaten und ich. Und dort, da muss von einem Kameramann das Bild gemacht worden sein. Die Meldung haben wir ja gekriegt. Also kurz nach den Kämpfen, wo der Goebbels da war und wo ich in meiner HJ-Einheit wieder war, haben wir dann noch eine längere Zeit in Lauban Brücken bewacht, weil ja das jetzt dann hinter der Front lag, auch Kameraden von mir. Und dann kam der 7. Mai und uns wurde gesagt, alles zurück, aus. Ich bin dann nochmal zum Kampfkommandanten, wollte mit ihm mitmarschieren, mit seinen Soldaten. Hat er gesagt, na, Bubi, ich kann dich jetzt nicht mehr mitnehmen, jetzt ist aus. Niemandszeit im Niemandsland. Der Operationsplan der Bomberflotte hatte die Zerstörung aller Städte mit über 100.000 Einwohnern vorgesehen. Der Operationsplan ist durchgeführt.
Plünderung. Ist dies das Volk der Ordnung und der Disziplin? Es ist kein Volk mehr. Das Volk hat sich aufgelöst. Es sind 60 Millionen Ameisen, deren Ameisenhaufen zerstört wurde. Nun laufen sie ziellos durcheinander und jeder schleppt etwas, was er selber brauchen oder tauschen kann, was ihm helfen wird zu überleben. Der Krieg war aus, das wussten wir. Wir waren Kriegsgefangene. Es war alles noch ungewiss. Ja, an dieser Stelle gingen wir am 8. Mai 1945 in die Mittagsstunden in russische Kriegsgefangenschaft. Und Stoll, Hindoch, Hitler kaputt, nur nach Hause, Faschismus kaputt. Und damit war nun klar, wir sind in russischer Kriegsgefangenschaft. Damit begann für uns ein neues Leben. Wir zogen am gleichen Tag weiter nach Sternberg in Mecklenburg und in den Nachmittagsstunden rückten wir hier in das Gefangenenlager in Sternberg ein, direkt am See. Als wir ankamen, lagen in diesem Lager 2000 bis 3000 Kriegsgefangene. Nun war es ja ein schönes Frühjahr 1945, dass die Nächte sehr warm waren und kaum Regen fiel. Am 9. Mai erlebten wir dann für uns Ungewöhnliches. Die Rote Armee stellte einen Tisch auf. Soldaten standen stramm. Die Kriegsgefangene mussten auch stehen. Und dort wurde uns erklärt durch einen Dolmetscher, dass am 8. Mai Hitler Deutschland die Kapitulation unterschrieben hat. Millionen Gefangener in wenigen Tagen. Das ist für die Sieger ein unlösbares Problem. In Massenlagern, wo sie monatelang auf freiem Feld in Zelten und Erdlöchern hausen müssen, werden Zehntausende von Gefangenen sterben, an Hunger und Seuchen. Grotesken am Rande dieses millionenfachen Schicksals. Die Waffen sind wertlos geworden, aber Vorschrift ist Vorschrift. Die Pistole gibt man tadellos verpackt beim Feind ab. Der wirft sie nach seiner Vorschrift achtlos auf den großen Haufen. Die alliierten Gefangenen in Deutschland werden nun befreit. Ihre Lager wird man gleich weiter benutzen können für die deutschen Soldaten. Eine Holländerin, die einen deutschen Freund hatte. Französinnen, die wegen des gleichen Delikts von ihren Landsleuten kahlgeschoren werden. Das Erbe des Krieges ist Hass. Unter den deutschen Gefangenen sind 14- und 15-Jährige. Wofür hatte man sie in den Krieg geschickt? Hier war unerhörtes Straflager, ein großes Straflager, wo Sowjetrussen Offiziere, Kommissare, in dem Straflager inhaftiert war. Und hier sind elendig viele umgekommen. Das ganze Lager am früheren Lenin in Friedenshain, wo jetzt Gärten stehen, war ein regelrechtes Lager für Ostarbeiter. Tausende Ukrainer, denn der Binde Ostarbeiter. Na, Menschenskinder, ich glaube da nicht, wie die gehungert haben und wie die gebettelt haben. Die, meine Mutter hat es mit ihnen am Topf Essen, so ein kleines Töpfchen war ihr Essen. Als es da ein Ostarbeiter gibt, nicht wahr, sieht es der Meister und scheißt da an und dann wurde ein Strafmandat ausgestellt noch einmal und sie geht ab. Und so hat man noch das mit vielen gemacht. 1945, in den Apriltagen, als die Stadt Finsterwalde eingenommen wurde, waren viele solcher befreiten Sowjets, Ostarbeiter und Zwangsarbeiter, Rache genommen. Verständlich Rache genommen. Und einige Faschisten sind auch dem sowjetischen Tribunal übergeben worden zur Aburteilung.
Wir wurden bewacht. Es durfte keiner die Reihe und die Kolonne verlassen. Die Kolonne bezog sich auf einige tausend Kriegsgefangene. Wir sind alles zu Fuß gelaufen, also ja, so 40, 50 Kilometer täglich. Von Blankenberg nach Neubrandenburg. Und als wir in das Lager Neubrandenburg kamen, ich muss schon sagen, Zehntausende von Kriegsgefangenen. Wir schliefen unter freiem Himmel. Verpflegt wurden wir alle zwei Tage mit einem Eintopf essen, Pferdefleisch gekocht mit weißen Bohnen, ein Stück Brot bekamen wir täglich und so ungefähr die Ration, einen halben Liter Tee. Es gab zu viele Gefangene. Und weil man sich ausdehnen musste, da hieß es, wir gehen nach Russland kommen wir. Ging dann über Stargard nach Joachimsthal, zurück nach Lüchen, Templin, Großsieden, Kleinsieden und landete dann in Fürstenberg in Mecklenburg. Dann kam in ein Lager, was keiner von uns umfassen konnte, das, was etwas gegeben haben sollte. Wir waren Gefangene und die anderen zogen ab, ob Holländer, Belgier oder sonst wie, was waren, verstehe mich mal, aus Sachsenhausen. Aber ein Teil war ja noch da. In Ravensbrück, als wir reinmarschierten, die erkrankt waren an Typhus oder Ruhr, also die das Lager gar nicht verlassen konnten. Und dort mussten wir durch. Und ich erkrankte an Typhus und Ruhr. Nach Tagen kam eine Inspektion von Ärzten, russischer Ärzte, führten Kontrollen durch. Und ich wurde da hingeführt zum Ausgang des Lagers. Da nahm ich da dann der Arzt im Empfang, da hatte ich einen Brotbeutel, weil wir auf Zement lagen, in dieser Maschinenhalle. Und in dem Brotbeutel hat mir jemand ein Buch untergepackt. Also kurios, es klingen mag, das Buch hatte den Titel Deutsche Geschichte. Wenn ich oft blätterte, konnte ich in Bismarck sehen, in Hindenburg, bis. Ja, und was da drin, es wurde Kontrolle geübt. Von den anderen Offizieren, naja, das ist mein Gepäck und was ist da, wem holt das Buch, was ist das? Ja, sag ich, könnt ja kaum stehen, kaum sprechen. Ja, für den Kopf hat man mir das gegeben, runterzulehnen. Ah, Faschist, sagt der Faschist. Und wollte das Buch wegschmeißen. Und dann kam dieser sowjetische Arzt, würde sagen, Simonov hieß er, und sagte, stopp. Henke, ich komme und mache mit dir Geschichte im Lazarett. Und packte mir das ein und dann zogen wir, waren so 20, 25 Gefangene in das Hilfslazarett in Fürstenberg ein und wurden dort gesund gepflegt vom sowjetischen Arzt und vom Dr. Dietrich. Hast du Glück hier. Bescheinigung. Hans-Georg Henke, Finsterwalde. Moritzstraße 10 befindet sich seit dem 20.06.45 in unserem Lazarett. Er hat ein Herz- und Lungenleiden, ist 16 Jahre alt und muss sich zu Hause weiter in ärztliche Behandlung begeben. Ein Transport mit dem Wagen ist erforderlich. Also die Einheimischen hier, die Bayern, waren ja ursprünglich, wie die ersten Flüchtlinge kamen und so weiter. Den Flüchtlingen wurde gesagt, und das ist allgemein bekannt, ja, warum seid ihr aus eurer Heimat überhaupt rausgegangen?
Und das konnten sie natürlich nicht verstehen, dass uns gesagt wurde, wir wurden ausgewiesen. Wir sind nicht freiwillig gegangen, wir würden ja auch wieder zurückgehen. Das ist ja die ersten Jahre, hat eigentlich jeder Flüchtling, also die ersten Jahre, wo man noch gehofft hat, ja, es war ja noch nicht ganz klar, das erste Jahr danach, ob man wieder zurück darf oder irgendwie. Und da war es natürlich wirklich so, dass hier die Bayern, die haben zum Teil die bayerischen Bauern, die haben die Flüchtlinge mit dem Hund vom Hof gejagt. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, jeder Mensch ist doch irgendwie heimatgebunden. Und man erlebt es ja heute, sagen wir mal, auf ähnliche Art, wenn jetzt hier wieder ein anderer Volksstamm auftaucht, ob das Jugoslawen, Spanier, Türken oder sonst was ist, es ist ungefähr wieder dasselbe, das sind Fremde mit etwas anderen Mentalitäten, nicht, ich möchte sagen, in dem Fall mit Türken sind die Mentalität ist viel krasser, als wie wenn Deutsche aus einem anderen Landstrich Deutschlands kommen, so wie es damals war. Und wie es der Pole ausgewiesen hat, da sind wir dann letzten Endes auf langen Irrwegen, sind wir dann im Braunkohlenrevier in den Witzenitzer Kohlenwerken Brunner bei Leipzig gelandet, einer älterer Bruder und ich. Vom Arbeitsamt sind wir mit Autos runtergefahren worden, da sind viele, damals unter anderem auch alte Nazis und so weiter, die sind da in die Betriebe gesteckt worden, weil Leute gebraucht wurden. Momentan war ja, da ging da noch alles drüber und drunter und da war, momentan wussten sie natürlich auch nicht, was sie mit mir da anfangen sollten, mit mir kleinen Kerl. Jetzt haben sie das erste Mal, das hat das zwar nicht lange gedauert, ich glaube, dass ich vielleicht 4 Wochen da Kohlenstaub geschaufelt habe. Na gut, dann war ich vielleicht noch ein Vierteljahr als Pressenschlosser mit älteren Schlossern da bei schwerer Arbeit und dann hat man mir einen Vormund gestellt, weil sie gehört hatten, dass die Eltern in Bayern sind und mein größerer Bruder, der ist auch seine eigenen Wege gegangen und dann hat man mich in die Werkstatt an die Drehbank gestellt und hat mich gefragt, ob ich meine Lehre noch beenden möchte, weil ich hätte normal im April 1945 die Lehre beendet gehabt und im Februar gingen die Kämpfe los, jetzt habe ich allerdings dann noch einmal in Bonn ein Jahr nachlernen müssen an der Drehbank. Aber ich habe da in dem Ledinheim habe ich Essen gehabt und Unterkunft frei. Und die Prüfung, die habe ich dann die praktische in Böhlen gemacht und die theoretische Prüfung in Leipzig. Getraut habt mit dem Springen da auf die Bänder oder auf die Maschinen? Ja, das ist praktisch in der damaligen Zeit, die Produktion durfte auch nicht stillstehen und das war ein erheblicher Brikettausfall, will ich mal in dem Fall sagen, wenn diese Presse erst wieder neu angefahren werden musste und so weiter. Und da ist man halt das Risiko eingegangen. Ja, ein bisschen Schneid und ein bisschen Glück. Genau wie der in Automat, vielleicht bringt der mir auch noch ein bisschen Glück. Oh, die Zahlen drehen sich langsam, das wird nix. Na, vielleicht doch. Ein 10 Pfennig wenigstens. Na, gibt er nimmer. Auch bei kleinen Beträgen sind wir großzügig. Ja, ich bin sehr froh, dass ich während die 4 Wochen Straßenkämpfe, wo ich als Melder in Lauern gewesen bin, dass ich nicht sagen kann oder zumindest mit Sicherheit sagen kann, dass ich irgendjemanden tödlich getroffen habe. Und das Eiserne Kreuz, also das habe ich eigentlich, wie mir nachträglich dann gesagt worden ist, dafür gekriegt, weil ich eben Meldegänge gemacht habe unter feindlichem Beschuss, die ich durchgebracht habe, zu meinem Glück. Und die anderen Orden dort zum Beispiel, das ist Infanterie-Sturmabzeichen, Silber und Gold und zum Teil auch Orden vom Ersten Weltkrieg, Kaiser Franz Josefs Medaille, das NSDAP-Parteiabzeichen, das habe ich nicht gehabt, gell. Ich habe es mal von so einem Verein, Wirtshausverein waren, hat mir das mal einer in die Hand gedrückt und es ist halt in der Sammlung drin. Ja. Das hat aber wie gesagt nur einen nostalgischen Wert, das ist nicht für mich eine Glorifizierung oder irgendwas. Das
ist möglich, dass mich manche für einen Neonazi halten, aber diese Geschichte ist an und für sich für mich abgeschlossen. Und wie gesagt, die ganzen Sachen, das ist nur noch ein nostalgischer Wert, ein Erinnerungswert. Erstens mal haben Waffen mit Narzissmus gar nichts zu tun. Die hat es schon immer auf der Welt gegeben. Zweitens mal sind es zum größten Teil nostalgische Waffen, also Altertümer. Und bis auf dieses hier, das ist ein Luftgewehr, das ist praktisch ein Sportgewehr. Und Sportschießen ist ja heute noch in jedem Staat eine Disziplin unter anderem, eine sportliche Disziplin. So sehe ich das auch an. Das hat mit Hitler nichts zu tun, das sind meine Erinnerungen. Das sind nicht Adolf Hitlers Erinnerungen, sondern das sind meine Erinnerungen. Und meine Erinnerungen, die behalte ich. Da ist Goebbels. Und da ist Goebbels, das gehört auch zu meinen Erinnerungen. Und meine Erinnerungen auslöschen, dann dürfte ich normalerweise hier auch nicht sprechen. Alle Museen, Kriegsmuseen Ost und West, müssen es auf den Schrott schmeißen, wenn sie das nicht mehr sehen oder haben wollen, dass das überhaupt im Blick gerät. Aber es hilft ihnen nichts, wenn sie es aus dem Museum raustun. Auf der Straße rollen sie ja, ob das in Ost und West ist, jeden Tag an ihrer Nase vorbei. Die Liebe war reichlich. Also da hat der Feierabend immer dazu gelangt, weil damals gab es noch kein Fernsehen. Und Tanz und Vergnügen habe ich nie ausgelassen, Faschingsbälle und so weiter. Aber Verdienst war natürlich zu der Zeit, der hat sich erst im Lauf des beginnenden Wirtschaftswunders hat sich das erst gebessert, Verdienstmöglichkeiten. Wenn ich daran denke, 1950 habe ich im Monat 140 D-Mark gehabt. Zum Anfang 1950 und dann habe ich in einem Arbeiterwohlfahrtsheim mit meinem jüngeren Bruder gewohnt. Zu viert auf dem Zimmer und da haben wir im Monat komplett mit Verpflegung und allem drum und dran haben wir ungefähr 75 Mark bezahlt. Pro Stunde. 16,50 Mark Stundenlohn. Das ist also Facharbeiterlohn. Und das ist für Landshut ein guter Lohn. Natürlich, sagen wir mal, wenn ich in derselben Branche jetzt im Ruhrgebiet oder Norddeutschland arbeiten würde, dann würde ich vielleicht 18 oder 19 Mark haben. Dafür sind die anderen Preise wieder her. Das gleicht sich irgendwie wieder aus. Zufall, dass hier in Landshut gibt es einen Hofberg. Bei uns in Laubern gab es einen Hofeberg. Dann fließt durch Landshut die Isar. Nicht weit von Laubern entfernt war die Isar. Das sind Zufälligkeiten aber. Und nicht nur das, sondern auch, dass der Weg zum Gebirge hin ungefähr der gleiche mit vielleicht 30, 40 Kilometer Unterschied. Und auch die Landschaft. Rein Agrarlandschaft, kann man sagen, so wie es bei uns in Schlesien war. Damals 1949 war hier die Arbeitslosigkeit ungefähr so, wie sie jetzt ist. Die haben mir gesagt, ja, zu dem und dem Bauern kannst du gehen und kannst da arbeiten. Also irgendwas aussuchen oder so,
war überhaupt nicht drin. Da war man direkt nur froh, wenn man was zu essen hatte, dafür arbeiten musste, auch wenn man schwer arbeiten musste, und ein Dach über dem Kopf zum Schlafen. Sonst gar nichts. Also irgendwelche Pläne machen, Pläne, da war, stand noch gar nichts drin. Jetzt werde ich mir erst einmal meinen Gickerl essen. So. Den habe ich vom Lindenthaler. Da sind immer am besten eigentlich. Was der Tod, ich bringe dir jetzt ein Bier. Ja, du möchtest auch was, ja, ich weiß schon. Aber da kriegst du nichts davon. Das ist nichts für dich. Hm, ganz gut. Ein Öffner? Habe ich auch. Hm. Ist er nur warm? Ja, geht. Jetzt noch? Mhm. So, jetzt. Setz dich da bitte her. Oder hast du was vor? Ich wollte das noch hm? Was? Ah, ja, sicher. Okay. Nein, ich habe jetzt nichts vor. Mhm. Hast du keinen Durst? Nein, ich habe einen Kaffee getrunken, weißt du. Ja, oh. Ja, ist schon gut. Ja, der Peter Batti, ja. Der ist schon brav. Na, freilich. Okay. Ja. Ich bin jetzt seit 8,5 Jahren bin ich Motorenschlosser. Das ist eine Firma, die also sämtliche Gebrauchtmotoren, also wenn Sie jetzt kommen und sagen, mein Motor ist kaputt, können Sie den überholen, dann wird der ausgebaut, wird vollkommen zerlegt und wird vollkommen neu überholt. Ja, und ich arbeite im Krankenhaus als Stationshilfe. Also wir müssen uns halt ja, mit der Hygiene befassen. Ja, und Kaffee austeilen und naja, was halt so anfällt. Ja. Und ein bisschen menschlich sein zu ja, den Patienten. Was man halt helfen kann und darf vor allen Dingen. Wenn eins alleine arbeitet, also, da steht halt dann mit Urlaub nichts drin. Wir haben ja so viel Abzüge auch. Könnten Sie auch arbeitslos sein? Also, ja. Zur also, heutigen Zeit muss man schon sagen, man hat Zeit Glück, wenn man Arbeit sein, hat. Aber bestimmt. Ich möchte fast garantieren, ich habe die ganze Zeit, ich habe noch, ich möchte sagen, den Staat noch nie gebraucht, weil ich mir meine Arbeitsplätze immer selber gesucht habe. Und ich garantiere Ihnen, wenn ich heute mit meinen Arbeitsplätzen, die ich nachweisen kann, und mit meinen Zeugnissen, die ich nachweisen kann, wenn ich jetzt momentan unsere Firma ging kaputt oder irgendwas, wenn ich würde woanders anklopfen, um arbeiten zu können. Ich garantiere Ihnen, dass ich in 4 Wochen mit meinem Alter, sogar gegenüber Jungs, heute in 4 Wochen spätestens wieder arbeitete. Ich möchte mich damit schön machen oder so, dass ältere Arbeitskräfte bei Firmen insofern beliebter sind, weil sie zuverlässiger sind. Weil junge Leute von heute sind zum Teil, ja, die sind halt montags sind sie auf Arbeiter und das geht heute bei diesem Wettbewerb, geht das nicht mehr, dass dieser Arbeitnehmer und dieser Arbeitnehmer und dieser Arbeitnehmer fehlt, das geht einfach nicht. Die Ventilsitze fräsen und die Maschine muss jetzt gerichtet sich selber ein und muss auspendeln und dann kann man den fräsen. So, jetzt wird alles verriegelt. Insofern habe ich schon Verständnis, dass das ganze Aufwachsen der heutigen Jugend praktisch ein Aufwachsen mit der Technik ist, die heute maßgebend überhaupt im täglichen Leben geworden ist, was damals noch, also noch gar nicht dran zu denken war. Also von meinem Standpunkt aus gesehen, sie interessieren sich für schnelle Motorräder, für Discos, Fernsehen, Technik, ja, und dass es eben auch finanziell gut geht.
durch die Medien ist heute die Jugend weltweit, möchte ich sagen, fast miteinander verbunden. Sie kennen heute mit einem Taschenradio, mit einem guten, kennen Sie einen Franzosen, einen Engländer und DDR und Sowjetunion, alles kennen Sie empfangen. Und dadurch hat die Jugend von heute, sagen wir mal, über die Grenzen hinaus einen viel größeren Spielraum, sich zu orientieren. Obwohl ich auf der anderen Seite sagen möchte, dass die Jugend, also ich schätze es auf 50%, politisch auch nicht interessiert ist. Ja. Ob es woanders genauso ist, weiß ich nicht. Wenn auch viele immer sagen, ach, jetzt doch mit dem alten Zeug auf und so weiter, wenn die Eltern erzählen vom Krieg und so weiter und so fort. Aber dass mehr oder weniger heute die Jugend keinem Politiker mehr traut. Die Jugend von heute, ich habe mit Jugendlichen schon gesprochen, dass die mir gesagt haben, ja, also uns kann keiner irgendwie eine Diktatur geben oder so irgendwie. Wir tun nicht irgendwie jemanden hinterherlaufen oder sonst was. Und da habe ich zur Antwort gegeben, ihr seid schon eine Diktatur und ihr wisst es gar nicht. Allerdings seid ihr in der Konsumdiktatur. Dann beispielsweise, wenn irgendwie ein guter Plattenstar, irgendwie dem ihr hinterherlauft, das ist auch eine gewisse Diktatur. Ihr kauft die teuren Platten von dem, die mir persönlich vielleicht gar nicht gefallen oder so, das ist ja gleich. Das ist schon die zweite, wo ihr euch von einem beeinflussen lasst. Die dritte Diktatur, das ist die Modediktatur. Wenn der andere, der Nachbar da mit einem neuen Hemd rumläuft, dann müsst ihr das auch haben. Aus dem einfachen Grund, ja, das ist, so wie man hier sagt, sonst ist man nicht in. Wenn ich zurückdenke an meine Jugend, wer hatte da ein Rundfunkgerät? Dann gab es doch kaum ein Fahrrad. Auch das nicht, was wir heute kennen, dass junge Menschen Moped fahren mit 16 Jahren. Wenn sie aus Schule kommen, Schuhe von der Oma endlich geschenkt bekommen. Ja, das hat es alles gar nicht gegeben, Fernsehen. Wir sind früher ans Kino gegangen. Ich muss sagen, ich habe stundenlang gestanden nach einer Kinokarte. Heute hat jeder sein Heim, Kino schließlich ein. Heute findet eine Disco statt und früher, naja, früher ist nicht vergleichbar mehr mit heute. Hier marschiert auch die tapfere Jugend Westdeutschlands. Es marschieren die jungen Kumpel des Ruhrgebietes, die Patrioten von Helgoland, die jungen Bauern, die aus ihrem Ackerland keine Flugplätze machen lassen. Diese jungen Deutschen denken nicht daran, gegen die Jugend der Welt zu kämpfen, mit der sie in diesen unvergesslichen Tagen Freundschaft geschlossen haben. Das war im Jahr 1951, während der Weltfestspiele in Berlin. Und als wir die Sportveranstaltung Karlsruhe besuchen wollten, sahen wir an einer Litfaßsäule das Bild. Sagte, das bin ich. Wollten das alle nicht glauben. Auf dem Plakat stand, nie wieder Krieg. Ja, man zweifelt erst mal daran. So was kann es doch gar nicht geben, dass man sich einmal wieder erkennt auf dem Foto, auf dem Plakat. Und nach einer gewissen Zeit kam ich dazu Überzeugung, ja, das kann gar kein anderer sein. Denn das habe ich erlebt. Und das bin ich und das ist mein Bild. Und überall verfolgte mich dieses Bild und es war nicht mehr wegzuwischen. Es machte die Runde und es ging um die Welt. Was ich an Briefen im Hause noch stecken habe, wo mir Mütter geschrieben haben, dass sie mit meinem Bild in Österreich demonstriert haben gegen Abbau der Kern- und Atomwaffen. Also das finde ich toll.
völlig fremde Frau schreibt mir, nee, packen mein Bild, malen das ein Plakat, nie wieder Atomwaffen, nie wieder Krieg, und da demonstrieren Frauen in Österreich für den Frieden. Benutzen mein Bild, hat mich so gefreut. Oder in Frankreich. Oder ich habe Briefe, die kamen von Afrika. Oder was daraus wurde, dann der Veröffentlichung, dass der Mensch ja noch lebt und dass er nun Genosse wurde und dass er in der FDJ war und bei der Volkspolizei, wurde ja veröffentlicht. Die freie Welt brachte es. Danach erschien es schon im Quick mit 5 Seiten. Danach erschien es in anderen westdeutschen Zeitungen, in österreichischen. Man gab sich ja die Klinke in die Hand in der Zeit. Das waren amerikanische Journalisten bei mir, oder sowjetische, von der Pravda, von der Svestia. Es gab ein Buch, es ist im Einsatz, in den 50er Jahren, da war dieses Bild drin. Es gab Schulbücher, Geschichtsbücher. Naja, und das Bild verpflichtete immer mehr. Es war nun so, dass ein Kommunist im Haus meines Onkels wohnte, wo ich auch verpflegt wurde, dass da Widersprüche gab. Ich als 17-Jähriger gehe in die KPD und mein Onkel geht in die SPD. Ja, sogar wurde geäußert. Nun wird der Junge sogar noch ein Roter. Also KPD war zu rot. Ich wurde Mitglied im November 1945. Also 3 Monate praktisch nach meiner Rückkehr aus der Gefangenschaft. Und die Anstöße gaben mir alte Kommunisten, die in der Nachbarschaft wohnten und sagten, also Hans, auch wenn du 17 Jahre alt bist, wir brauchen junge Menschen für unsere Partei. Wir können mit Alten nicht mehr unseren Kampf fortführen. Und die haben mich derartig überzeugt, dass ich dann den Schritt wirklich getan habe. Und in diesem Haus fand da die Auseinandersetzung statt. Wurde mitunter sehr scharf geführt von einigen SPD-Funktionären, die es nicht verstehen wollten, mit Kommunisten nun zusammenzugehen. Denn die Sozialdemokraten waren ja verhältnismäßig stärker als die Kommunisten. So war es auch hier in Finsterwalde. Na, ich gehe in keine Partei. Warum? Möchte ich nicht sagen. Na, ich habe da eine Abneigung. Die, wie soll ich sagen, Schachtelhuberei. Und es liegt mir nicht. Mag's nicht. Ich tue zwar eine bestimmte Richtung, wenn Wahl ist, wählen. Welche? Möchte ich nicht sagen. Eine bestimmte Richtung wählen, wo ich meine, ja, die haben den richtigen Kurs, aber mehr gar nicht. Nach Möglichkeit halte ich mich raus aus Politik. Ich beobachte zwar Politik, also wenn das schon Politik ist, dann okay. Aus dem einfachen Grund, gerade an den Beispielen, ganz gleich, wo für Frieden demonstriert wird. Es wird ausgenutzt von anderen Gruppen. Und ist nachher nicht zu kontrollieren. Und letzten Endes, wegen so einer Demonstration, wirft eine Regierung nicht ihr ganzes Programm über den Haufen. Die Einzigen, die wo sich das für das Foto, wie gesagt, immer zu Jahrestagen interessiert haben, das sind die Illustrierten oder die Fernsehgesellschaften, sonst niemand. Und von Fernsehinterviews muss ich sagen, da können Sie ja kaum was verfälschen, was ich sage, live sage, das kommt am Bildschirm. Okay, aber Journalisten sind von jetzt ab für mich ein rotes Tuch. Weil so viele Worte, wie die umgedreht haben, das ist unbeschreiblich mitunter. Unbeschreiblich. Ich will jetzt
nicht irgendwie einen Adolf Hitler schön machen oder irgendwas. Aber wenn beispielsweise, ich habe so genauso, wie ich es hier schon im Interview gesagt habe, gesehen, dass Hitler ein gebrochener Mann war und so weiter. Und so ähnlich habe ich es auch den Reportern gesagt. Und wenn die dann in der Zeitung geschrieben haben, ich habe gesagt, Hitler war mit herunterhängenden Lippen und Speichel im Mund vor mir gestanden, mit hängenden Armen, so ungefähr wie ein Monster. Das habe ich nicht gesagt, und was ich nicht gesagt habe, das habe ich nicht gesagt. Wie gesagt, ich bin 49 erst hier rübergekommen. Arbeitsplätze waren ganz schlecht zu kriegen. Ja, wo sollte ich jetzt nach Arbeit fragen? Und ich habe zwar schon nachgefragt, weil ich da ursprünglich bei der Bahn gelernt habe, aber die haben dort damals zu der Zeit auch keinen mehr eingestellt. Und die Lehre, die habe ich ja, wie gesagt, in Leipzig beendet, also nicht bei der Bahn. Und dann bin ich, als Dreher bin ich bis 48 gewesen. Da bin ich dann mit meinem Freund zur Volkspolizei. Und wir wollten Polizeidienst machen. Und dann haben wir in die Kaserne müssen und da haben wir uns auf 2 Jahre verpflichten müssen. Und da ist der alte Barraschliff wieder losgegangen und da habe ich gemeutert. Und da hat man mich entlassen. Und im Werk wollte man mich an der Drehbank auch nicht mehr aufnehmen. Und da bin ich dann zu meinen Eltern, wo ich in der Zwischenzeit wusste, Vater, Mutter und der jüngere Bruder, bin ich nach Landshut, beziehungsweise in Vertrag waren die draußen. Da habe ich erst einmal beim Bauern bis 1950 arbeiten müssen, um ein paar Mark und ums Essen, bis ich 1950 in einem Öllager den ersten Arbeitsplatz gekriegt habe. Ich war bei der Volkspolizei in Luckow, später bei der Kriminalpolizei und hatte dann die ersten Begegnungen mit Schiebern und Spekulanten, die nach West-Berlin Ware verschoben haben und entsprechend den Zollvergehen sich schuldig machten. 1951 landete ich auf dem Arbeitsamt. Von dort wurde ich nochmal mit einem Parteiauftrag bedacht, an die kasernierten Volkspolizei zu werden. Das waren die Vorläufer der Wehrkreiskommandos. Ich musste den Dienst dann aus gesundheitlichen Gründen beenden und wurde 1954 zum Verwaltungsleiter berufen. Vielleicht ist das falsch, aber ich fühle mich verpflichtet, wir zu sein. Ich alleine schaffe nicht das, was wir schaffen. Und es war nie immer leicht, das Ja-Wort zu geben. Und besonders fiel mir es schwer, ich muss das so sagen, als ich den Auftrag erhielt von der Partei, in das Krankenhaus zu gehen und musste als junger Mensch, unerfahren, ohne Praxis, dort einsteigen als Verwaltungsleiter. Hochschulkader um mich, Ärzte, Chefärzte, Schwestern. Ich war ja bloß schon ein bisschen Industriekaufmann. Der Anfang war sehr schwierig. Es gab noch Feldbetten, Strohsäcke. Es ging um die Frage der Verpflegung, der Ausstattung, der Gesundung der Patienten. Es ging um und Ausbau. Es ging praktisch um alles. Und man musste sich auch auseinandersetzen können mit Wünschen, unberechtigten Wünschen zur damaligen Zeit bestimmter Ärzte. Unberechtigter Wünsche. Naja, ich machte einer zum Beispiel die Forderung auf 1954. Ich möchte ein neues Krankenhaus haben. Andernfalls arbeite ich nicht mehr weiter. Also mit den gegebenen Verhältnissen sich nicht weiter einverstanden erklären. Es zogen Ärzte vor, die Republik zu verlassen. Darunter der Chefarzt, ein Jahr später, als ich ankam. Dann der Oberarzt ging in die Bundesrepublik. Dann leitende Schwestern. Und dann musste ja die Einrichtung weiterhin bestehen. Und es kam dann auch ein Arzt aus der BRD zu uns als Chirurg und übernahm die Schicke als Abteilungsarzt weiter in der chirurgischen Abteilung die Dinge, sodass es weiter lief. Oder ich denke noch an die vielen Hilfen, die wir hatten, ob es Bulgaren waren, ob es tschechische Fachärzte waren oder sogar hatten wir das Glück, 3 italienische Fachärzte jetzt haben als Internisten. Es wurde eine Infektionsabteilung, 150.000 Mark errichtet. Dann begann ja weitere Anbauten. Ich wurde da als persönlicher Referent berufen, des ärztlichen Direktors, gleich Kreisarzt. Es war schon ein sehr schönes Erfolgserlebnis.
konnten wir vor 6 Jahren ein neues, schönes Feierabend- und Pflegeheim mit 302 Betten schaffen. Und der Bedarf, der kann gar nicht befriedigt werden. So viele Anmeldungen liegen vor. Nicht, dass ich bloß Mitglied bin, sondern aktiv musst du auch darin arbeiten. In der Kommission alter verdienter Parteimitglieder. Durch meine 40 Jahre Mitgliedschaft. Ja, und das ist das, wo man noch wirklich am gesellschaftlichen Leben aktiv dran ist. Und was eben auch noch mit Spaß macht, geachtet wird. Ach, das ist eine Einstellung zur Sache und wie ich umgehe mit Menschen untereinander. Und das stimmt mich immer so tief traurig, wenn sie Leute abschieben. Alte abschieben, gebrechliche, die pflegebedürftig sind. Und dann nur kommen, um das Geld abzuholen, die Rente. Und nicht mehr bei Vater und Mutter vorbeigehen können, guten Tag sagen zu können. Ich hab's ja gespürt. Was? Am eigenen Leben vergessen zu sehen. Ja, und habe mich darüber hinweggesetzt, dass es andere Verbündete gibt. Und habe das nun sehr gut empfunden, dass die Familie zu ihrem Wort stand. Und das muss ich hoch anrechnen. Das macht mir nicht jeder mit dem Fahrrad im Zug packen und dann von Kolkwitz nach Kolkwitz-Heilstätte fahren, den Mann zu besuchen. Also die Frage der Unbequemlichkeit oder Bequemlichkeit. Und dazu haben sie zum Wort gestanden, wirklich. Und das empfand ich ja, schön und gut. Aber manche haben das ja auch nicht mal. Die werden ja nicht mal oder können ja nicht mal aufgesucht werden, weil die Dinge so ein bisschen umständlich sich gestalten. In der Frage des ja, und nun machen wir das Beste draus mit der Frau. Wirklich. Das so zu leben, wie wir. Die Partei vergisst uns auch nicht. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir einen Aushängungsplatz bekommen haben, einen Ferienplatz, dass wir nach Binz fahren könnten. Daran denkt die Partei, also hier die Genossen der Kreisleitung. Die nützt der vaterländische Verdienst auch im Schrank gar nicht, in Gold oder in Silber oder die Ehrenspanne dazu. Er muss damit weiter leben, mit der Gesellschaft, Partei und die Umgebung, wenn er schon keine Verwandtschaft hat. Und das stimmt so traurig, wenn man hinkommt und dann fangen sie an zu wählen. Und sagen, weißt du bist der Einzige. Und da kommt der Betrieb, der die Verpflichtung hat, nicht mehr hin. Da bist du abgeschrieben, werde mal Rentner. Da lebst du die dollsten Sachen. Ja, ich bin schon pensioniert. Menschen sind nicht mehr so parteilich, wie sie am Anfang waren. Die ersten. Ja. Ich denke nur allein, es gab keine 5-Tage-Woche. Es wurde ja damals noch am Sonnabend gearbeitet. Es wurde ja schrittweise abgebaut. Aber wenn ich vergleiche, die gleiche Bettenzahl und die Beschäftigten in der Verwaltung um das Dreifache hier stiegen, ja, dann sträubt es mich. Trotz hoher EDV und hoher Technik. Man schafft. Der eine baut auf, der andere reißt ein. Einhaltung der Arbeitszeit. Fängst doch schon an. Wann gehe ich aus und muss und wie bin ich vorbereitet? Es gibt eben junge Menschen, die da sagen, wenn ich um 6:45 da bin, sagt der Meister auch noch nichts. So, ja, Viertelstunde Stillstandszeiten. Bei dem hohen Ausnutzungsgrad von Maschinen. Können wir uns das leisten? Nein. Frage. Senkung des Krankenstandes. Wie lebe ich gesund? Ja, jetzt haben wir einen Krankenstand von ca. 6% in der Republik. Der Minister sagt, wir müssen 1% senken, um das sozialpolitische Programm mit erfüllen zu helfen. Weiterer Faktor. Oder die Frage. Lebe ich gesund? Rauchen, Alkohol, da war viel Arbeit mit denen. Es sind doch die Dinge, auf die es ankommt, die Ökonomie zu stärken, den Vorlauf zu schaffen bei Wissenschaft und Technik und den Arbeitszeitfonds doch so zu nutzen, dass es ausgelastet wird. Die Fernsehen sind halt sowieso, glaube ich, nicht. Weiß nicht, ich habe gar nicht geschaut. Also Nachmittag auf jeden Fall war nichts da. Wenn ich allein arbeite, habe ich eine andere Lohnsteuergruppe. Habe ich nicht so viel Abzüge. Wir kämen aus. Aber wir könnten uns nicht den Luxus, so was, 2 Autos und Motorboot und Campingausflüge und so weiter, die kennen wir halt, dann müssten wir halt das eine oder andere dann doch ein bisschen zurückziehen. Da könnte man trotzdem noch gut leben. Davon ja, aber absolut. Trotzdem, außerdem gehe ich ja gerne arbeiten. Aber so, wir können uns alles leisten und eben aus dem Grund, ich sage auch, wenn Sie gerne noch, also wir wollen sowieso mit 60 aufhören, ist sowieso, weil man weiß ja nicht, was kommt im Leben.
Und wir können uns leisten, wir tun auch alles, was irgendwie ist, das kaufen wir uns. Ich würde schon noch gehen, erstens kriegen wir alle zwei eine gute Rente. Selbst wenn wir jetzt mit 60 aufhören, weil wir schon dann, wenn wir mit 60 aufhören, rund 45 Arbeitsjahre haben. Weil ich ja mit 14 Jahren das Lernen angefangen habe, die Kriegsübergangszeiten und so weiter, werden ja alle gerechnet. Ja, und so wenn ich, ich nicht. Also sie hört genau mit 60 auf, also das heißt zwei Monate später. Und ich wäre ungefähr mit 60,5 auf und dann muss ich anderthalb Jahre stempeln, also das heißt Arbeitslosengeld beziehen. Das ist einkalkuliert, das ist, ich brauche auch keine Arbeit mehr annehmen. Das fällt unter den Begriff unvermittelbar sowieso von Haus aus und dann kann ich die Rente beantragen. Meine Tochter konnte den Beruf wählen und erlernen, den sie sich wünschte, Erzieherin. Die Wünsche meines Lebens haben sich eigentlich erfüllt. Und ich muss sagen, möge es weitere Jahre noch in Frieden zu gehen. Und das ist das Schönste für mich, was es überhaupt gibt. Ich glaube, dass er mit mir übereinstimmen würde, dass er, wie ich, doch auch alles tun wird, damit der Frieden erhalten bleibt. Alles, was ich bis jetzt ausgesagt habe, muss ja das anklingen. Und das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das gar nicht mehr erwähnen brauche. Dass ich sage, es darf keinen Krieg mehr geben. Es darf keinen Krieg mehr geben, weil der nächste Krieg, der würde auf Deutsch gesagt die ganze Welt zur Eiszeit verdammen. Weil der nächste Krieg wäre höchstwahrscheinlich ein Nuklearkrieg, wenn er zwischen Großmächten geführt wird. Und das haben ja Wissenschaftler schon festgestellt, dass dann ein nuklearer Winter stattfinden würde. Und also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass da irgendjemand noch sagen kann, ich könnte vielleicht überleben. Von den ganzen Kriegen, ganz gleich, ob das jetzt der Erste oder Zweite Weltkrieg ist, wenn man bloß mal würde, den großen Politikern dieser Welt, würde bloß angenommen auf Tonband, den Schrei dieser zig Millionen Sterbenden, Zerfetzten, würde auf einen Schrei auf der Welt loslassen, ich glaube, die würden tot umsinken.